überlegen. Heute zeige ich meinen Schreibtisch, meinen Schminktisch und meinen Nomax von den anderen Videos. Haben wir noch nicht alles ausgepackt, aber jetzt kommen wir an unsere Nomax aus. Hallo ihr Lieben, es kamen ganz, ganz viele Fragen zu Evas Schreibtisch. Den hat sie ja zum Geburtstag bekommen. Ihr habt den Schreibtisch in Evas Geburtstagsvideo gesehen. Und die allerhäufigste Frage, die gestellt wurde, ist, braucht eine Sechsjährige schon einen Schminktisch? Und dazu kann ich nur sagen, nein, eine Sechsjährige braucht natürlich keinen Schminktisch, aber... Willkommen bei unserem Kanal Geschichten und Spielzeug. Du wolltest den so gerne, oder? Und hier geht's also ums Design und nicht die Funktionalität. Die Eva schminkt sich natürlich nicht, oder? Wie lange brauchst du so vorm Kindergarten zum Schminken? Eine Stunde, zwei Stunden? Null Stunden. Null Stunden, genau. Die Eva schminkt sich natürlich selbstverständlich mit ihren sechs Jahren nicht. Aber wie gesagt, uns hat das Design gut gefallen und da haben wir beschlossen, der Schminktisch kann genauso gut als Schreibtisch herhalten wie ein normaler Schreibtisch. Die Hausaufgaben macht Eva dann sowieso bei uns am Küchentisch und hier geht es ja nur ums Malen und mal sitzen können. Ja, und jetzt zeigen wir euch das alles und am Ende machen wir noch diesen Bastelwagen auf. Yippie, hurra und auf diese Nummer. Stimmt, da sind ja noch drei Blindbags, wenn wir dafür Zeit haben. Also, zuerst stehe ich mal auf und gebe euch hier einen ganzen Blick von diesem schönen, und schicken Schminktisch. Manchmal mache ich mich beschäftigt mit diesem Stuhl und mache hier hinten Luftballons. Da bin ich Luftballons rein. Stimmt. Plop, plop. Also, so seht ihr jetzt den ganzen Schminktisch mal. Und das ist eine Hemmnis-Kommode, also so ein Hemmnis-Schminktisch von Ikea. Und der Stuhl ist auch von Ikea. Das ist ein Erwachsenen-Schreibtischstuhl, kein Kinderschreibtischstuhl. Die Eva ist recht groß. Und ich hatte wirklich Bedenken, dass sie sonst auf so einen Kinderschreibtischstuhl innerhalb des nächsten Jahres nicht mehr drauf passt. Wenn ich erwachsen bin, kann ich immer noch den da. Genau, der ist wenigstens für ziemlich lange. Dann unter dem Schreibtisch hat Eva so einen coolen Abfalleimer in Katzenform stehen. Den verlinke ich euch auch, den habe ich von Amazon. Also alles, was ich finden kann, verlinke ich euch mal. Und um den Spiegel des Schreibtisches haben wir hier diese super coole Lichterkette gebunden. Und zwar sind das Einhörner. Die brauche ich auch, wenn ich arbeite am Nacht, dann kann ich auch sehen, was ich schreibe. Genau, vielleicht schneidest du jetzt nachts unsere Videos, ha? Nee, ich glaube nicht. Das sind Einhörner und Wolken. Und nein, Einhörner nicht mit Wolken, Einhörner mit Regenbögen. Stimmt, und Regenbogenwolken, du hast vollkommen recht. Und dann ist da oben der Spiegel und dann kommen zwei Schubladen. Und auf den Schubladen hat die Eva toll dekoriert. Hier steht ihr Cremeschaum von Bilou. Dann, was ist das da hinten? Den Bobblehead, wie heißt der? Ich weiß den Namen nicht, aber der habe ich gekauft und der hat mir richtig gefallen. Von Silvermoon ist das, glaube ich. Dann sind da verschiedene Einhörner und Lipglosse. Und mach mal die Schublade auf, bitte. Ne, die kleine erstmal. Die große machen wir später auf. Okay. Wenn ihr euch wundert, wo die große ist, und hier habe ich gesagt, doch alle, wo die Nom-Noms sind. Da sind Evas Nom-Noms drinnen. Und bei die nächste Kiste mein Lipgloss. Tü, ein paar Lipglosses. Und obendrauf sind noch ein paar Lipglosses und dieser coole Einhorn-Tesa-Abroller. Mhm. Und dann ein, wie heißt der Film nochmal? Pets, ne? Die Haustiere sind los oder so? Secret Pets. Secret Life of Pets. Da ist ein Radiergummi, das hat uns eine ganz, ganz liebe Abonnentin geschickt. Und ja, dann habt ihr da also alles gesehen. Den Film habe ich geguckt in Deutsch und Englisch. Stimmt. Erst habe ich ihn geguckt in Deutsch und dann habe ich ihn weiter nur geguckt in Englisch. Englisch, meinte ich. Warum sage ich denn mal Englisch? Magst du nochmal die Schublade öffnen und zeigen, was du da drin hast? Musst du vielleicht mal aufstehen. Ja, nein. Ah, da muss auch ein bisschen der Tür weiter weg. So. Das ist meine Kiste. Und hier sind jetzt verschiedene Sachen extra, drin. Extra. Und wir haben noch ein extra. Der ist wasserfest. Das ist so ein Washi-Tape. Seht ihr das so gut? Ja, hier. Ja, das ist so ein Washi-Tape. Das habe ich irgendwo mal mitgenommen.
Und dann haben wir hier total süß. Ist eigentlich ein Schminktäschchen und ihr seht, wir nehmen einfach Sachen für das, was wir gerade denken, wo wir sie für benutzen möchten. Also das ist ein Schminktäschchen und da steht Avas Name drauf und da sind Avas ganze Stifte drin. Möchtest du mal zeigen? Ja. Meine ganze Stifte, ich weiß eigentlich nicht. Vorne ist nichts drin, die sind alle in dem großen Teil, Ava. Und ist das nicht süß, dieses Einhorn? Das habe ich auch von Amazon. Und das kann man personalisieren. Guck, alle Marsche. Alle Avas Buntstifte. Ich habe auch mehr, ganz verschiedene, aber das ist einfach meine, die ich brauche. Und die Sticker haben wir auch von einer ganz lieben Abonnentin zugeschickt bekommen. Und die darf nicht die Erin solche schlagen, warum die hat was ganz Schlimmes getan einmal. Die hat einmal fast einen ganzen Stickersheet davon weggemacht. Na, die Erin ist halt noch ein bisschen jünger als du. Erin ist Avas Cousine. Und dann haben wir hier noch einen Bleistift, dann eine Geburtstagskarte von Ava, dann das Stickerheft, eine Schere von Trolls und dann haben wir hier verschiedene Blöcke und da findet ihr Avas erste Schreibversuche drauf. Ja. Weil manchmal setzt sich nämlich jetzt Ava hier an ihren Schreibtisch und schreibt. Und schreibe ein paar Sachen nach. Am meisten hier habe ich schon ein paar Sachen nachgeschrieben. Geschrieben, ne? Geschrieben. Ja, überall. Ava kommt nämlich im Sommer in die Schule und es macht ihr unheimlich viel Spaß, so ein bisschen schon schreiben zu lernen. Okay. Und hier, um das Ganze zu unterstützen, haben wir nämlich noch so ein ABC hingehängt. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y und Z. Super gemacht. Also das ist mein ABC bei meinem Schreibtisch. Stimmt. Dann kannst du alles wieder reinpacken. Und ich würde sagen, dann ist es fast an der an der Zeit, was denn zu tun? Den Bastelwagen aufzupacken. Der ist nämlich auch für den Schreibtisch gedacht. Willst du erst die Blindbags aufmachen oder erst den Bastelwagen? Erst die Blindbags. Okay. Hm? Hä? Ich lasse mal hier. Die Schere habe ich auch. Wow, sieht das schön aus. Ja? Ich bin mal gespannt, ob du einen Stempel hast oder einen Lipgloss. Ich wundere mich auch. Oder ein das fahren kann. Ich glaube, da sind entweder nur Stempel oder Lipglosse drin. Ich hätte da alles. Wow. Und? Wow, das ist ja schön. Lipgloss, es war Lipgloss. Ja. Der ist nach unten geplumpst. Oh, wie schön. Darf ich den auch mal zeigen? Das ist eine Sushi-Rolle. Stimmt, das sieht ja cool aus. Sushi-Rolle. Den Lipgloss mache ich dir auch nachher auf. Komm, dann mach mal die nächste Blindbag auf. Ich mach mal den Müll zur Seite. Jetzt hol ich mal raus. Das alles gekriegt? Ja? Wir wissen gar nicht. Wir wissen es wirklich nicht. Wir können nämlich nichts sehen. Creme! Lipgloss Eiscreme! Mal gucken. Das ist wieder Lipgloss. Yay, der gleiche. Cool. Mama, Papa, Mama, Papa. Und schaut mal hier, wie süß. Na, jetzt fokussiert's, oder? Ich muss es am besten auch mal hinstellen. Oh, das ist ja schick. Okay, dann hast du noch eins. Da, ein Blindbag. Hol ich mal raus. Mach mal meine Ecke. Wir haben Duplikat. Ehrlich? Aha. Ah, das hatten wir schon mal. Stimmt. Aber nicht in Lipgloss. Wieder ein Lipgloss? Ja. Yay. Wenn es Stempel sind, würde man das nämlich unten sehen. Da wäre dann die Farbe abgebildet, glaube ich.
Ja. Ja, cool. Und das sieht jetzt also so aus. Ah. Hier ist der Bastelwagen. Das stelle ich dann hier hin. Ganz Erasers. 1, 2. Popcorn. Wie heißen denn Erasers auf Deutsch? Oh, Radiergummi. Mhm, genau. Ein Stift. Ganz hier hinten. Und ein Stempelkissen. Noch ein Nonnam. Und ein kleines. So ein Popcornwagen, gell? Ja. Okay, wir holen den jetzt aus der Verpackung und zeigen euch alles ganz genau. Das sieht ja auch von dem aus. Wow! Hier sind die, ist der Bastelwagen und die Nonnen. Und. Das ist ein Lineal. Da steht. Nonnens. Da kann ich auch eben Nonnens zuschreiben. Kann ich schreiben. Hey, Freunde, ich habe Namen. Ich zeige euch den Bastelwagen mal ganz von nahem. Hier ist übrigens so ein kleiner Popcornbehälter. Und was ist da drin? Holen Sie mal raus, die Popcorn-Dinger. Das sind übrigens 3 der Radiergummis. Und die riechen nach Popcorn. Müsst mal dran riechen, ob das wirklich so ist. Na, die riechen fast wie Popcorn, aber die riechen ein bisschen wie Popcorn. Ja, die riechen eher süßlich, ne? Mhm. Wie süß ist Popcorn auf jeden Fall. Guckt mal, die sind so süß, die kleinen Wolken. Weil ich esse salzes Popcorn. Stimmt. Dann kannst du die zurückpacken. Tschum. Dann haben wir hier ja das Stempelkissen und hier diesen super süßen Stempel. Was er Stempel ist? Hä? Wo ist es? Drinnen. Mussten aufmachen. Siehst du es? Das hier. Und riech mal, ob der nach was riecht. Andere Seite? Andere Seite. Drehen wir um. Riecht das nach was? Fast nach was, aber es riecht nach was. Sollen wir mal testen, ob er es wirklich riechen kann? Ob er wirklich stempeln kann, na klar. Ist es noch fest? Sollen wir noch der gar nicht... Deckel. Ah, guck mal, das geht hier ganz ab übrigens, damit ihr es leichter habt und... Hier ist noch das Plastikzeug drumherum, das muss ich noch abmachen. Jetzt stempel ich mal. So, hier ist der Stempel. Offen. 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 So, jetzt ist das lila schick. Er ist lila stempelig. Sehr lila stempelig. Na dann, stempel mal. Stempel. Bring's mal bitte näher ran, damit wir es auch sehen können. Ah, Num-Nums und dann Eis. Cool. Nein, ich soll. Und das war die Zitrone, die du in unserem ersten Video bekommen hattest. Ich hab's ganz fest. Ditsch, 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 ditsch. Sehr schön. So sieht das Stift aus. Und ich glaube, man kann den abnehmen. Soll ich mal? Probier mal. Ja! Yay! Und das ist nämlich auch, darf ich mal gucken? Da seht ihr noch hinten. Das ist auch ein Radiergummi. Boah, ist der schön. So, jetzt kannst du auch hier dran mal riechen. Der soll nämlich jetzt nach Zuckerwatte riechen, nach Cotton Candy. Ja, riecht auch nach Zuckerwatte. Und dann haben wir noch diesen super coolen Stift. Ja, und das war dann auch der Bastelwagen von Nom Nom. Habt ihr schon unseren Duft? Oh nein, nicht Duft. Riechen-Contest geguckt und das hat ganz schön viel Spaß gemacht. Ich habe alle erraten, außer eins. Ich blende euch das Video am Ende nochmal ein, unsere Duftrate-Challenge mit den Nom-Noms, als wir das Überraschungspaket bekommen haben. Ansonsten schreibt uns doch bitte unten in die Kommentare, was euer Lieblingsduft ist und ob ihr auch einen Schreibtisch bei euch im Zimmer habt. Wir würden uns auf jeden Fall über einen Daumen nach oben unheimlich freuen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Das ist für euch kostenlos. Wie heißen wir? Elm und Jack Kanal. Geschichten und Spielzeug, du Krümmelnase. Ihr könnt uns auch auf unserem Vlog-Kanal folgen. Da heißen wir Our Life Ava und Jade. Und da begleiten wir euch ein bisschen durch den Alltag. Auf Instagram sind wir auch als Geschichten und Spielzeug unterwegs. Und wir sehen euch dann. Tschüss. Tschüss.